Hallo Leute und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir sind im Quest Die Zeit der Rache. Meine Verbündeten und ich werden getrennt durch Alabaster reisen. Wir treffen uns dann vor dem Haus der Rache wieder und im Moment sollen wir hier vor die Tür gehen. Waren hier nicht irgendwelche Gegner? Waren hier nicht? Hallo? Und wo ist hier ein Versteckchen? Da. Können wir auch nochmal eben mitnehmen. Hi. Was ist mit dir? Bei Lyria. Ihr wart es, die sich gegen den Balo gestellt hat, als Tilera fiel. Das Glück meint es heute gut mit mir. Ich bin Desiderus Traf, Kommandant der Ariad. Bringt ihr Kunde von meiner Verstärkung? Wo sind all eure Männer? Die Asche auf dem Boden ist alles, was von meinen Männern geblieben ist. Sie sind während unseres Angriffs auf den Pass gefallen. Die Tuata haben zaubernde Wachen postiert, die jeden unserer Vorstöße mit Feuer abgewehrt haben. Wie kann es sein, dass ihr noch lebt? Wer sagt, dass ich noch lebe? Wer sagt, dass ihr noch lebt? Das hier ist der Schattenpass, Kind. Vielleicht sind wir alle tot, ohne es zu wissen. Das wird sein. Aber ich schwöre, ob ich nun tot bin oder nicht, mein Speer wird das Blut dieser arroganten Bastarde oben auf dem Felsen kosten. Ich werde sie dafür bezahlen lassen, was sie getan haben. Ich kann doch gewiss etwas tun. Es ist nur, diese Tuata führen Krieg wie niemand sonst. Magische Feuer verbrennen meine Männer mit einem einzigen Wort zu Asche. Aber wenn ihr mutig genug seid, sie herauszufordern, haben wir vielleicht Hoffnung. Sie setzen das Gelände gegen uns ein, indem sie die Wege von oben mit Magiern flankieren. Wenn ihr diese Wachen neutralisieren könnt, werde ich den Weg selbst angreifen. Gemeinsam können wir ihre Linien vielleicht durchbrechen. Was soll ich gleich nochmal tun? Der Pass vor uns wird von einem Magier auf dem Überhang verteidigt. Rückt zu seiner Position vor, um ihn von hinten anzugreifen. Wenn euch das gelingt, greife ich die Tuata-Linie an. Mhm. Auf bald also. Auf bald. Dann verfolgen wir das Ganze mal. Ja, ich laufe mal hinterher, wenn wir schon dabei sind. Wir sollen ja, glaube ich, sowieso in die Richtung. So, ich nehme mal an. Da vorne geht's dann gleich los. Oho, oho. Mein Inventar ist mal wieder voll. Rüstung, was haben wir denn jetzt hier? Diese königlichen Handwickel mit 80 Leben. Das ist schon ziemlich gut. Allerdings haben wir nicht genug Zauberkraft. Lass ich die jetzt drinne oder nicht? Ich lasse die mal kurz drin. Habe ich was im Plunder? Nee. Dann werde ich mal hier einfach irgendeinen Trank nehmen. Ja, ist ja egal jetzt erstmal. Weg damit. So ist in Ordnung. Was ist mit Waffen? Damit ich die kurz nehmen kann. Dann sehe ich auch schnell, ob die überhaupt was wert sind. Das gelehrten Chakrams. 150 mit 37 Schaden. Uiuiui. Die sind echt gut. Muss ich ja mal sagen. Was habe ich im Moment? 110. Hey, wir haben neue Chakrams. Geil, mit Feuerschaden. Guckt euch die Dinger mal an. Voll der Burner. Okay, gut. Dann, das Feld des Todes. Dann gehen wir mal weiter. Warte, ich will aber noch wissen, was hier ist. Nimm Häufchen. Gamaschen der Gerechtigkeit. Geil, wieder so ein gelbes Dingens. Bummens. Das ist ja cool. Coole Scheiße hier. Boah. Soll ich die mal wegpacken hier? Oder nicht? Ja, die haben halt 40 und ich habe die ein bisschen aufgewertet gehabt mit einer Gemme. Immerhin. Aber die haben halt ein bisschen Leben. Aber wenn ich die eh jetzt gerade gar nicht mehr benutze, eigentlich könnten die dann auch weg, ne? Aber zum Zerstören einfach auch immer schade irgendwie. Das mit dem Schild ist auch irgendwie blöd. Ja, die habe ich eigentlich nur drin. Dann packe ich das mal weg. Weil Macht haben wir jetzt gerade eh nicht so viel, damit ich... Ja, so. Nimm es. So. Ihr habt mich entdeckt. Alles klar. Alles klar. Thank you.
Roll. So ein bisschen Feuerkram ist auch mal geil, finde ich. Und wie komme ich jetzt hier weiter? Ich laufe einfach mal hier weiter geradeaus und guck mal, was auf uns zukommt. Boah, es ist echt voll das Gemetzel hier überall. Wo ist jetzt hier noch ein Versteck? Hier. Ja, Mana-Trank ist jetzt auch nicht so wichtig. Vielleicht nochmal Gesundheit ein bisschen zu uns nehmen. Und die meditieren da, oder? Der hat mich schon entdeckt, ne? Ja. Oh, kann ich mal weg hier? Ich kann immer nicht so schnell ausweichen, weil sie... blöden... Geht mir echt auf die Nerven hier, der Thorater-Soldat. Der wird jetzt mal dran glauben. Du wirst verenden. Die werden wir uns alle holen, einen nach dem anderen. Mal alle deine Freunde. Ich glaube, alleine wirst du es hier nämlich nicht schaffen. So. Dann werde ich hier da gleich hochgehen können. Okay, was ist das da? Und wo kann ich jetzt hier irgendwie lang? Hi. Oh, jetzt kommen aber viele. Vielleicht merken die ja langsam, dass da mal jemand kommt. Ich bin's. Die Heldin von Mace and Sheer. Ich mache ein bisschen Stress hier. Das reimt sich sogar. Ich bin die Heldin von Mace and Sheer und ich mache ein bisschen Stress hier.
glaube, mein Gift mag er auch nicht so gerne. So, das war's mit ihm. Die sind aber auch, wie gesagt, echt nicht ohne. Ach, und ich habe schon wieder irgendwas. Ach ja, hier, die Gamaschen. Da. Was mache ich denn mal? Die sind halt mal wieder vom Rüstwert viel besser als das, was ich jetzt habe. Aber ich packe sie trotzdem mal weg, weil ich mich einfach mal entscheiden will. Wieso? Ich habe es doch gerade weggepackt. Ach so. Okay, jetzt. So, und was haben wir jetzt? Königliche Kapuze. Ist die besser als das, was wir jetzt haben? Ja. Dann nehmen wir doch mal die. Dann kann die weg. Genau. Zack, zack. Wunderbar. Ah. Mit Geisterantlitz, Schrei und Schreck hinterlassen wir Blut an düsterem Fleck. Schwarzer Wald und Abendglut. Aus eurem Auge fließt das Blut. Es mundet sehr den Würmern allen, die Tote essen, wenn sie fallen. Kein lebendes, kämpfendes Fleisch, das durch Töten von Borka Ehre erheischt. Dass der Lichtfein Leid wohl versteht, ihr, der in Nyralims Weg entlang geht. Schicksal sterblichen Staubes recht, Eide einhaltet, Schwüre brecht. Nach eurem Leichnam hungern wir wieder, nach euren Schreien und dem Gesang der Schmerzenslieder. Ah, ich könnte da die ganze Zeit zuhören. Oft kommen wir da gar nicht zu. Hey Leute! Jawohl. Bis auch die Letzten dran glauben müssen. Okay. Ja, ich merke schon. Und mein Inventar reicht und reicht und reicht. Egal, was ich mache. Ich werde jetzt mal ein bisschen hier was zu mir nehmen. Ist ja jetzt erstmal egal. So. Was ist da? Ach so. Dasselbe. Und jetzt machen wir mal eine Runde hier. Und was kommt hier auf mich zu? Okay. Das ist echt ein bisschen unheimlich hier. Hier ist eine Truhe zu bannen mit Schwer. Nee, das lasse ich jetzt mal. Ich habe keinen Bock auf Flüche. Wo laufe ich denn hier bloß lang? Moment, laufe ich jetzt gerade wieder zurück oder... Wenn ich da hin soll, warum... Nee? Ich meine, ich bin schon richtig hier wahrscheinlich für den Hauptquest, aber das wollte ich ja gerade gar nicht. Bin verwirrt. Nee, ich muss doch hier lang, oder nicht? Bin gerade wieder umgedreht, ne? Ja. Hm. Muss ja sowieso hier lang. Nee, die habe ich gerade erledigt. Ich bin verwirrt! Ich muss komplett woanders hin. Aber wie komme ich da hin? Ich glaube, ich muss dafür aber hier lang. Weil da dieser Hang ist. Aber wenn ich jetzt hier immer weiter geradeaus laufe, kann auch nicht richtig sein, oder? Ich bin verwirrt. Ich laufe mal eben zurück. Guck mal, ob es irgendwo einen Weg gegeben hätte, der nach oben geht. Den ich vielleicht nur übersehen habe. Da geht's nicht hoch, ne?
Da ist ja auch eine Brücke irgendwie. Aber das verwirrt mich hier, diese Stelle. Da oben will ich hin. Wie komme ich da hin? Komm, den machen wir mal fertig hier. Komm mal runter, du Affe. Und der kommt jetzt zu mir runter. Und wo kommt der runter? Jetzt läuft der da oben lang. Zeig mir mal den Weg, mein Freund. Hier vielleicht? Ach, hier. Guck mal hier. Wer bist du denn? Ich wurde Agath. Hier ein wenig aufgehalten. Und täusche ich mich? Oder werden diese Kristalle größer? Was machst du denn hier, Agath? Ist alles in Ordnung? Ich hatte ein wenig Ärger mit den Einheimischen hier, aber nichts, womit ich nicht fertig geworden wäre. Ganz ehrlich, so viel Spaß hatte ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Cool. Braucht ihr Hilfe? Davon träumt ihr. Dieser alte Mann kann noch immer hervorragend auf sich selbst aufpassen, das könnt ihr mir glauben. Aber gebt mir einen Moment, um wieder zu Atem zu kommen. Dämliche alte Lunge. Na cool. Können wir hier unser Schicksal irgendwie wieder auflösen? Geht schon. Wir treffen uns beim Aber Haus er kommt der ja anscheinend echt gut alleine klar. Oh, kann die mal einfach die Sachen einsammeln, ey, das ist echt ein bisschen nervig. Königlicher Helm. 80 Leben haben wir hier auch und können das Ding auch so tragen. So, dann ist das schon wieder weg. Was haben wir bei Waffen? Primäre, den Langbogen. Muss ich mal gucken. Wächters Langbogen, 72. Da ist unser, den wir jetzt haben, immer noch besser. Hat zwar einen guten Schaden gegen das Karo, aber ich bleibe mal bei meinem Gift. Das kann nicht schaden. So. Nehmen wir das mal alles mit und dann müsste hier der andere Vogel kommen, den ich angegriffen habe. Aber hier sollen wir nämlich hin. Hi. Ja, ja. Mag die neuen Feuer-Chakra. Komm, mach schon. Dein Leben gehört mir. Und schon wieder ist das Inventar voll. Was haben wir denn wieder Schönes eingesammelt? Noch mehr schöne Handschuhe? Noch mehr schöne Handschuhe. Sehe ich schon. Und gar nicht mal schlechte mit diesen 57 Dingens. Ach, das macht's mir ja wieder schwer, ne? Ob ich jetzt meine alten schon wieder wegpacke und die neuen anziehe? Ich hatte nur gerade erst halt die Gemme reingetan. Sowas ärgert mich natürlich dann auch. Also erstmal packe ich die hier weg. So, die gebe ich jetzt einfach mal auf. 80 Leben ist auch super, aber ja, wir können sie im Moment nicht anziehen. Behalte ich sie und oder lasse ich sie erstmal? Egal, ich packe sie erstmal. Ist schade drum, echt, keine Frage, aber bei dem knappen Platz, was haben wir hier noch? Auch weg. So, dann ist das schon mal weg. Und hier haben wir Krone des Trauernden Königs. Können die auch weg oder nicht? Ich meine 66 und nee. Die kann auch weg. Okay. Dann würde ich sagen, zerstören wir mal alles. Leider. Weil kann man halt echt gut Geld bestimmt immer mitmachen, aber ist halt so. So, den ganzen Krempel hier. Bisschen Kohle. Und dann müsste ich jetzt eigentlich gleich an die Stelle kommen, wo ich hin soll. Was ist hier noch? Ach, der Schrein, ne?
Aber da war da noch was? Ne, die Bantro, die war das, die ich noch gehört habe. So. Wo ist denn jetzt das? Ist das hier, wo ich hin soll? So, kommt mal alle her. Aufgewacht! Schön. So, noch eine Bantro. Bestimmt auch wieder schwer. Ja, war klar. Ich weiß, ich finde da bestimmt auch tolle Sachen. Aber mit den Flüchen bin ich immer so langsam auch. War es das denn jetzt hier an der Stelle? Ich gehe mal runter wieder. Lauf weiter in die Richtung. Weil die habe ich ja jetzt schon mal erledigt. Ja, nimm den mal mit. Da vorne soll ich jetzt nämlich hin. Alles klar, dann haben wir es gleich. Das war noch nicht nah genug. So. Spürt hier noch die Zorn. So, das war's mit dir. Und jetzt kommt er da hinten auch gelaufen und freut sich einen Keks, dass die Bahn frei ist. Hallo, wo läufst du denn hin? Bedankst du dich jetzt erstmal? Ausgezeichnet. Offenbar habt ihr schon zwei der Magier besiegt. Das Hauptlager der Tuatha liegt vor uns. Geht hier mit mir in Deckung. Dann besprechen wir den letzten Angriff. Die Tuatha werden vom Wahnsinn verzehrt. Sie verdienen den Tod. Und wir bringen ihn zu ihnen. Was müssen wir tun? Das Hauptlager der Tuatha liegt vor uns. Geht hier mit mir in Deckung, dann besprechen wir den letzten Angriff. Mhm. Gut. Willst du noch mal was über dich erzählen? Als der Ariad mich auserwählte, hatte ich alles verloren. Freunde, Familie. Der Krieg hatte alles verzehrt. Wir durchliefen eine jahrelange Ausbildung, um die Schlacht zu den Tuatha tragen zu können. Dann war unser Moment da und binnen eines Augenblicks war nur noch ich übrig. Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug dafür sorgen, dass die Tuatha brennen. Alles klar. Dann bis später. Bis später. So, den sollen wir dann da am Schattenpass oder was treffen? Wollen wir da nochmal eben hinrennen oder was hatte er? Also. Seid gegrüßt. Hi. Wir laufen ja eigentlich zusammen jetzt. Und dann können wir auch das letzte Stück noch zusammenlaufen. Auch wenn ich dadurch gerade ein bisschen die Zeit überziehe. Aber wenn wir schon mal hier sind. Ist ja schon eine Strecke. Warum bist du jetzt da stehen geblieben? Ist das hier schon der Schattenpass oder was? Ach so. Das letzte Tuatha-Lager liegt vor uns. Es scheint, als würde der Hexenritter Desidyn sie anführen. Ich will ehrlich sein. Es ist ein Himmelfahrtskommando, aber wir sind zu weit gekommen, um jetzt umzukehren. Wir müssen nur Desidyn töten. Dann ist der Schattenpass von den Tuatha befreit. Coole Sache. Was soll ich jetzt machen? Rückt weiter vor. Wir haben zwei ihrer Linien zerschlagen, aber ihr Befehlsposten liegt noch vor uns.
Wir müssen sie jetzt besiegen, ehe sie sich neu sammeln können. Alles klar. Ich werde hier sein. Alles klar. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute, und dann befreien wir den Schattenpass vor den Tuatha und so. Bis dann.